auf in den Kampf. Die Fahrradsaison beginnt. Sehr schön. Haben wir wieder gut hingekriegt. War sehr gut. War besser als wir es. Also wir haben es ja schon des Öfteren versucht. Es hat normalerweise nicht funktioniert. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Dieses Video könnte unter Umständen lustig werden. Es ist kein gewöhnliches Tutorial. Also wenn ihr keinen Humor in so Videos haben möchtet, abschalten. Dann jetzt. Schaltet ab. Also tut das euch nicht an. Es ist kein professionelles Fahrradvideo in dem Sinne. Wir sind auch keine professionellen Fahrradmonteure. Genau, also wir sind hier im Endeffekt, wir machen das als Hobby. Und deshalb kann es auch sein, dass wir an manchen Stellen, ich sag mal, eigene Ansichten vertreten, die vielleicht den anderen nicht passen. Und ja, jetzt beginnen wir das Video. In diesem Video soll es darum gehen, das Fahrrad kommt frisch aus dem Keller, will zur Fahrradsaison gerichtet werden, und da wir hier einen Radsportprofi haben, erklärt er uns, auf was man so achten muss, wenn man das Fahrrad aus dem Winterschlaf weckt und aus dem Keller rausholt. So, jetzt darfst du. Also wir haben hier ein Grand Canyon von Canyon in der Version AL 3.9. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte auf gar nichts. Super, das war's für das Video. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Ganz wichtig ist natürlich jetzt erstmal, bevor man losfährt, Reifendruck. Das ist an sich ganz richtig. Ist auch am offensichtlichsten, sage ich mal. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, Bremsen kontrollieren. Das gucken wir aber nachher. Jetzt geht es erstmal um den Reifendruck. Und an der Reifenflanke, jetzt muss ich mal gucken, wo das hier genau ist. Da kann man an sich, da ist jetzt noch eine Spinne, den Reifendruck ablesen. Continental 55, 6,22, 29 mal 2,2, also 29 Zoll. Was? Das Ding hat 29 Zoll? Ja, das ist ein 29er. Hä? Ja. Oh Gott. Mal 2,2 mit einer maximalen Baranzahl von 4,5 Bar. Mhm. Made in China. Genau, also maximal 4,5 Bar sind das jetzt bei dem X-King. Oder was ist das, ein X-King? Bei dem X-King, ja. 2,2. Und man kann das auch als 65 PSI lesen. Also 29 Zoll. Das haben wir uns beim Unboxing schon gefragt, wie viel Zoll das Fahrrad überhaupt hat. Aber das sind doch keine. Also, das sind 29 Zoll. Ich habe es mir größer vorgestellt für 29 Zoll. Nee, das sind 29 Zoll. Shit, ey. Ja, also. Ja, enttäuschend ist das. Wenn du, ich sag mal jetzt. Da hast du aber auch 29 Zoll. Ich habe 26. Hä? Ja. Okay, alles klar. Wir können es mal daneben heben. Also. So, tatsächlich. Guck dir das mal an. Das ist schon um einiges kleiner. Das ist ein ganz großer Unterschied. Okay, ja, das muss ich dir recht geben. Junge, Junge. Das ist ein ganz großer Unterschied. Hätte ich mir jetzt auch nicht so krass vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Meins wirkt ja winzig. Scheiße, okay. Krass. Ja, das 26 Zoll. Wir sind jetzt wieder irgendwie ein bisschen davon. Ja. Aber trotzdem, ich komme danach auf was zurück, was wieder Sinn macht zu dem Video. 26 Zoll war eine ganze Zeit lang, ich würde sagen, boah. 10, 15 Jahre, das Maß der Dinge. Heutzutage ist ein gutes Mittelmaß 27,5. Also wenn man ein bisschen zackiger fährt, ein bisschen sportlicher, mehr auf Straße, ein bisschen Feldweg, dann sind es 29 Zoll, da geht dann schon einiges. Aber wenn man jetzt viel im Gelände fährt, dann ist momentan eigentlich 27,5 so das, was man fährt. Alter, ich stehe neben der Linse und bin noch voll im Bild. Genau, aber das ist 26 Zoll, das ist 26 Zoll, das ist 29 Zoll X-King 2.2, 26 Zoll Mountain King 2.4. Da kommt maximal 4,5 Bar rein. Jetzt gucke ich mal, was da reinkommt, aber ich glaube, da steht auch 4,5 drauf. 4,5, ja. 4,5. Also man sieht, made in Germany, also meine sind sogar in Deutschland produziert. Das hängt, also die Baranzahl hängt an sich nicht von der Reifengröße ab. Das ist schon mal ganz interessant und ein wichtiger Faktor. Genau. Auf das wollte ich zum Schluss eigentlich hinaus, dass es wieder Sinn macht. Dass wir nicht nur Fahrräder vergleichen und denken, Alter, wie winzig ist eigentlich mein Rad. Gut,
Und wie ist es ja mit dem Reifendruck? Ich glaube, ich würde jetzt als Laie sagen, vorne würde ich 4 reinmachen und hinten 4,5. Oder hier 3 und da 3,5. Also beim Reifendruck. Wir haben es gehört, wie viel maximal in diesen Reifen rein darf. Man kann so grundsätzlich sagen, Continental 4,5, das passt eigentlich ganz gut bei diesem X-King, Mountain King. Da kann man sich ganz gut dran halten. Wie viel Reifendruck man jetzt tatsächlich reinmacht, das ist wirklich die Sache des Fahrstils, muss man quasi sagen. Was würdest du von meinem Fahrstil? Wenn man jetzt mit diesem Fahrrad mehr im Gelände fahren würde, dann würde ich grundsätzlich auf jeden Fall nicht in Richtung 4 Bar gehen, sondern ich würde da erstmal bei 3, man muss das immer ausprobieren, wie es einem so liegt. Am besten, wenn man es im Gelände fährt, ein bisschen mehr reinmachen und dann quasi immer Luft ablassen. So macht das am meisten Sinn. Im Gelände immer ein bisschen weniger, weil man braucht da mehr Grip. Und wenn weniger Luft drin ist, dann hat man automatisch eine größere Aufstandsfläche vom Reifen. Das heißt, man hat automatisch mehr Grip. Und je mehr Luft drin ist, desto schneller fährt das Rad letzten Endes. Genau, weil dann ist der Reifen, hat er relativ wenig Bodenkontakt zur Straße. Das heißt, es läuft relativ schnell. Also wenn man viel auf der Straße unterwegs ist, würde ich eher mehr reinmachen. Ich würde jetzt tendenziell sagen Richtung 4. Das ist dann schon ordentlich. Das merkt man auch gleich beim Fahrkomfort. Das rüttelt dann vor allem bei einem Hardtail schon ordentlich hinten. Dann gibt es auch noch einen Unterschied, was ich jetzt zum Beispiel ganz gern mache. Ich mache hinten nur ein bisschen mehr Druck als vorne rein. Weil ich mag es ganz gern, wenn ich vorne meinen Grip habe und hinten so ein bisschen locker sitzt. Weil hinten hat man automatisch ein bisschen weniger Grip, wie schon gesagt. Und dadurch kann man ein bisschen mehr driften, sage ich mal. Und da kann man das Heck auch so ein bisschen locker in der Hüfte sitzen lassen, sage ich mal. Und da würde ich, also bei mir habe ich jetzt zum Beispiel reingemacht, vorne 2,5 und hinten 3 Bar. Kann man machen, wie man will. Wie gesagt, ausprobieren. Liegt am Fahrstil, wie viel man da jetzt tatsächlich reinmacht. Wenn man schnell fährt, mehr Druck. Wenn man im Gelände fährt, mehr Grip haben will, weniger Druck. Dann kommt es darauf an, möchte man es vorne ein bisschen lockerer, das ist ein bisschen riskanter, sage ich mal. Dann macht man da ein bisschen mehr Druck rein. Aber wenn man es hinten ein bisschen lockerer sitzen haben möchte, sage ich jetzt mal, dann auf jeden Fall hinten ein bisschen mehr Druck. Und vorne ein bisschen weniger. Da hat man vorne mehr Grip und hinten kann man so ein bisschen schön im Gelände driften lassen. Okay, los geht's, oder? Genau. Dann gibt es natürlich zwei verschiedene Ventile. Einmal das Autoventil und zu diesem Ventil sagt man französisches Ventil. Hier muss man erstmal gucken. Sollen wir mal näher rangehen? Am besten, genau, ja. Erstmal muss man gucken. Das ist jetzt hier relativ locker, muss ich sagen. Dass man diesen Ring, kann man das sehen? Ja. Dass man den erstmal ein bisschen anzieht, weil der lockert sich auch mit der Zeit. Und der darf nicht zu fest sitzen, aber der sollte auch nicht zu locker sitzen. So. Dann, um Luft reinzubekommen, muss man das ein wenig aufdrehen. Das reicht schon, also so wie ich es jetzt gemacht habe, das reicht schon, um ordentlich Luft rauszubekommen. Wenn man es zu viel macht, ist auch nicht zielführend. Also, ich sag mal, eine gute Umdrehung, würde ich sagen. Macht man es auf und dann bekommt man auch Luft rein. Ha! Bin ich stark. Bin ich überhaupt im Bild? Ja. So, ich glaube, die 3 haben wir gleich. 2,5 hätten wir. Ne, ich würde sagen, 2,5, das ist schon ordentlich. Also wenn du ins Gelände willst, ja, würde ich sagen, ist das ein bisschen mehr, würde ich noch machen. Ja, ich hau noch 2 Pumper rein. Genau. Genau, das muss man auch immer nach eigenem Empfinden machen. Also haben wir jetzt genau 3 drin, also das passt. Genau. Und jetzt wieder zuschauen. Und da kann 4,5 Bar da rein. Nochmal 1,5 zusätzlich. Richtig, maximal. Ich meine, das ist ja jetzt schon hart. Das ist jetzt schon hart, ja. Aber der, ich sag mal, das ist ja eine Gummimischung. Mhm. Und das hält schon einiges aus. Okay. An Dehnung, ja. Alles klar. Da kann man schon einiges reinmachen. Gut, warum ist das Ventil hingetan? Da liegt's. Gut, und am Hinterreifen wollen wir mehr reinmachen. Das heißt 3,5, oder? Oder belassen wir es alles mal bei 3? Wir machen genau gleich viel rein. 3, okay, gut. Weil sonst fährt sich's, ich sag mal, ein bisschen zu spitz hinten. Das willst du ja auch nicht. Also den Rennkompressor kann ich echt empfehlen von SKS.
testen wir. Der ist echt super. So, ich würde sagen, dann machen wir ein bisschen mehr. Zwei machen wir jetzt noch rein. Und stopp. Ich würde sagen, das ist recht ordentlich. Ist auch nicht zu viel. Da hast du trotzdem noch ordentlich Grip. Aber auch nicht zu wenig, dass du jetzt auf der Straße trotzdem... Das war's mit dem Luftdruck. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Okay, dann würde ich sagen... Dein Ding ist hier übrigens auch von der SKS. Hoi. Joa, nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, für das Video war es das jetzt. Und im nächsten Video, was haben wir da vor? Auf was müssen wir sonst noch so achten? Da gucken wir gleich nach der Kette. Als nächstes gucken wir mal nach der Bremse. Nach der Bremse, okay. Ganz wichtig. Bremse ist wichtiger als Kette. Gut, in dem Fall sehen wir uns nächste Woche wieder zur Bremse. Genau. Bei der Bremse. Für die Bremse. Immer schön Metal, Leute. Ja, gell, ihr kleinen Aichis da draußen. Also, ciao, macht's gut.